einmal gespeichert, den roten Baron. Ich muss eben zuerst die Flak ausschalten und dann, ich verliere halt immer einen Bomber, wenn ich mit dem Richthofen das mache, konzentriert sich das Feuer der Flak auf den Richthofen. Und dann verliere ich die Bomber nicht, aber das geht jetzt halt, müssen wir es halt so machen. Das Ziel himmelwärts. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts. Was für ein Sportsmann. Das Ziel. Himmelwärts. Das Ziel. Was für ein Sportsmann. Ja. Himmelwärts. Wir werden angegriffen. Was für ein Sportsmann. Erwarte Befehle. Oh, wie das gleiche Spiel nochmal mit dem hier. Wir werden angegriffen. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts. Was für ein Sportsmann. Himmelwärts! Was für ein Sportsmann! Himmelwärts! Wir werden angegriffen! Okay, jetzt war ich zu spät. War ich leider zu spät. Plus 1, 12, da kann ich 3 neue bauen. Eigentlich schon 4. Erwarte Befehle. Roger. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Roger, positiv. So, noch eine Flak, dann haben wir es. Mal 2, einer überlebt, dann haben wir 10, nein, 5 ist schon richtig. 4, so. Wir werden angegriffen. So, und jetzt kann ich speichern, jetzt beginnt wirklich, jetzt können wir Ende. Jetzt geht's los, Jungs und Mädels. Greifen wir die frontal an mit allen Bombern. So.
Roger. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Wir werden angegriffen. Roger. Erwarte Befehle. Positiv. Roger. Nur zu. Positiv. Erwarte Befehle. Wir werden angegriffen. Roger. Nur zu. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Was für ein Spaß, Mann. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Roger. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Roger. Das Ziel? Himmelwärts! Was für ein Sportsmann! Himmelwärts! Und gleich schon zum nächsten Ziel. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Roger. Manfred, Glückwünsche! Für Ihre Tapferkeit verleiht Ihnen das Oberkommando 4 Orden. Ich habe hier den St. Heinrich Militärorden, den Kaiserlichen Orden des Eisernen Kreuzes, den Orden des Königshauses Oldenburg und das Greifenkreuz. Haben Sie Dank. Und mein Dank gilt auch dem Volk, das so viel leidet, damit wir kämpfen. Nur zu. Roger. Dieser Großmut wird das Volk rühren. Aber Vorsicht, Manfred! Gerüchten unter den Kriegsgefangenen zufolge wurde von den Alliierten ein spezielles Fliegergeschwader eingerichtet, um sie auszuschalten. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Nur zu. Fünf Restpunkte, naja, egal. Machen wir eine nächste Mission. Nur zu. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Nur zu. Erwarte Befehle. Wir werden angegriffen. Was für ein Sportsmann. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Roger. Ui. Himmelwärts. Nur zu. Roger. Positiv. So, und während die da das vorbombardieren mit unserer Artilleriebeobachterballon, wo ist er denn jetzt schon wieder? Hier. Okay. Noch das letzte vor ausräuchern. Zum Befehl. Okay. 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 Fertig, Sir. Zum Befehl. Erwarte Befehle. Fertig, Sir. Erwarte Befehle. Fertig, Sir. Zum Befehl.
Erwarte okay. Befehl. Zum Befehl. Okay. Fertig. Zum Sir. Befehl. Das Ziel ist markiert. Bombardement beginnen. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Okay. Zum Befehl. Okay. Zum Befehl. Okay. Manfred, das deutsche Volk verlangt noch eine Belohnung für Sie. Das Oberkommando verleiht Ihnen daher den hessischen Philipsorden, den Orden der Eisernen Krone und den Sachsen-Coburg-Gotha-Orden für Tapferkeit. Und der König Bulgariens verleiht Ihnen die bulgarische Tapferkeitsmedaille. Das ist alles gut und schön. Aber welche Ehre bekommen die, die auf den Schlachtfeldern sterben? Okay. Kümmern Sie sich nicht um solche Dinge, Manfred. Jeder Mann hat seinen Platz, seine Pflicht. Ihnen auf dem Schlachtfeld muss es genügen, dass Sie für das Vaterland sterben. So sind die Bomber hier hingeflogen? Keine Ahnung. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Roger. Erwarte Befehle. Positiv. Den Hühnern geht's gut. Ja, den Hühnern geht's gut. Ja. Erwarte Befehle. Roger. Nur zu. Positiv. Erwarte Befehle. Roger. Nur zu. Positiv. So, sind nur noch ein paar Zelte. Und natürlich hier der Burgturm. Zehn. Trefferpunkte für Flugzeugbomber. Ja, komm, das nehmen wir. Speichern wir Ende 2. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Roger. Wir werden angegriffen. Nur zu. So.
Geschafft. Ohne die französischen Befestigungen gehört der Verdun-Sektor bald gänzlich uns. Endlich hat das monatelange Gemetzel ein Ende. Was ist das? Manfred, ich habe gerade erfahren, dass die Geheimdienstmeldungen wahr sind. Die besten englischen und französischen Piloten wurden in ein Geschwader gesteckt, nur um ihre Maschine abzuschießen. Dieser Gefahr müssen wir begegnen, wenn wir diesen Sektor jemals sichern wollen. Keine Bange. Es ehrt mich, dass mich der Feind als solche Gefahr einstuft. Vielleicht finde ich einen würdigen Gegner. Ja, und wir locken einfach jetzt die zu unseren... können wir hier wieder abschalten, da. Was für ein Sportsmann. Erwarte Befehle. Positiv. Nur zu. Erwarte Befehle. Nur zu. Roger. Ende 2. Vielleicht brauchen wir noch einen zusätzlichen Flugplatz. Fertig, gut. So, Gold haben wir jetzt wirklich genug. Mehr brauchen wir nicht. Aber einen zusätzlichen Flugplatz wäre nicht schlecht. Noch mehr Jagdflugzeuge bauen können zur Unterstützung vom Roten Baron. Und dann werden wir uns einfach hier über diesem Gebiet aufhalten und dann wird unsere Flak uns schön dabei unterstützen. Beim normalen, also Schwierigkeitsgrad leicht, reicht es, wenn man hier einfach drüber fliegt, aber Schwierigkeitsgrad schwer, glaube ich, dass es nicht reichen wird. Das Anti-Richthofen-Geschwader. Komm, geht der Gold abbauen. Das Ziel. Himmelwärts. Was für ein Sportsmann. Ja. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ah, okay, das gut war's gemacht, schon. Manfred. Haben wir's doch und ohne. Und wieder beherrschen wir die Lüfte und das Land um Verdun. Und es kommt noch besser. Der Kaiser persönlich hat Ihnen den Orden Pour le Mérite verliehen. Der blaue Max, Ihr sehnlichster Wunsch wurde wahr. Pour le Mérite war der höchste preußische Orden. Und Pour le Mérite heißt übersetzt für den Verdienst. Leben der blaue Max war die deutsche Bezeichnung, so der Spitzname quasi. Yes, wir haben es geschafft und jetzt sehen wir uns mal die gegnerische Karte an, wo dann da überhaupt noch, gut, da haben sie Befestigungen, ist klar. Hier haben sie noch zwei Kasernen, okay, hier hat noch Artillerie. Die Befestigungen haben wir ausgeräuchert.
Hier dazwischen hätte es noch Kasernen gehabt. Hier auch wieder Kasernen. Hier haben wir auch alles kaputt gemacht. Hier auch Kasernen, ja. Also haben wir eigentlich nur noch Kasernen gehabt, keine weiteren Gebäude. Gut, wunderbar. Eine schwierige Mission, aber wir haben sie letztendlich doch noch geschafft. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Gehen wir zur Nachbesprechung. Schießen Sie alle Mitglieder des Antirichterhundengeschwaders ab. Gut, das haben wir gemacht. Spiel beenden. Möchten Sie Statistiken? Ja. So. Da haben wir hier Militär. Deutschland, wir haben 684 Einheiten zerstört und 149 verloren. Das ist doch mal eine Zahl. Die französische Armee hat 510 Einheiten verloren. Also fünfmal so viel. Also nein. Viermal. Ja, warte. Ja, etwa drei bis viermal so viel wie wir. Dann die französischen Städte haben nichts verloren. Die waren ja, glaube ich, neutral. Dann die französischen Flieger haben 149 verloren. So viel wie wir an insgesamt verloren haben. Und die französischen Festungen haben auch 34 haben die verloren. Unsere Verluste wurden zum größten Teil von den Fliegern zugefügt. Deshalb habe ich ja gesagt, wir müssen als allererstes die Flieger ausschalten. Dann von der französischen Armee und schließlich durch die Befestigungen selber. Wir haben 65 Gebäude zerstört, die französische Armee 45 und die Festungen 17. Wir haben 96 Gebäude verloren, das ist natürlich schon beachtlich, eine beachtliche Zahl. Und wie haben wir denn die verloren? Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Die französische Armee hat 35 verloren, die französischen Städte 24 und die Festungen haben natürlich fast am meisten, die haben am meisten verloren, ja. Am wenigsten haben die Flieger, na gut, die haben nur die Flugplätze. Armeestärke sind wir top, gut. Dann der Ablauf. Ja, da haben wir, das ist wahrscheinlich, als wir den Panzerangriff gestartet haben, haben wir extrem viel verloren. Nehmen wir die Deutschen mal weg, die französische Armee ist hier. Die französische Armee hat immer etwa gleich viel Truppen, die haben verloren, wieder aufgebaut. Dann haben wir die französischen Städte, die sind nicht irrelevant, die haben noch nicht gekämpft. Bei den Fliegern, ja, die haben immer wieder natürlich wieder verloren und dann am Schluss, als wir alle Flugplätze zerstört haben, was um die geschehen. Und die französischen Festungen, ja, die haben kontinuierlich eigentlich gleich viel Truppen gehabt. So, gut. So, das war's für dieses Spiel, für diese Mission. Wir machen weiter mit, Somme-Mission. Das ist die letzte Mission im Ersten Weltkrieg. Dann geht's weiter in den Zweiten Weltkrieg. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bitte gebt mir doch ein positives, ein Like, eine positive Bewertung für diese Videos, die zu dieser Mission gehören. Und falls ich euch irgendwas stört, schreibt es in die Kommentare, damit ich weiß, woran ich arbeite und wo ich mich noch verbessern kann. Also, bis dann und Tschüssikowski, danke fürs Zuschauen.